Röbi, wir sind hier auf dem Schälenhundsplatz, vis-à-vis vom Zeughaus, dort ist das Wappen von Bremgarten. Was bedeutet das Wappen? Die Bremgarter haben das Wappen der Leu schon längst in ihren Banner geführt. Bis dann der König Rudolf I. in den Bremgarten das Recht gegeben hat, das Habsburger Wappen als eigenes Wappen zu führen. Du Röbi, es ist gerade eine Herausforderung, hier um 53 zu gehen. Susanne, das ist überhaupt kein Problem. Schau mal. Das ist die einzige offizielle Aufgabestelle der Flaschenpost in der Schweiz. Das ist doch wunderbar, etwas so, oder? Findest du nie einen? Ja, 1281 wurde die Brücke gebaut worden und verbindet Zittar, die Leute der Oberstadt, mit der unteren Vorstadt. Später aber, zu einer späteren Zeit, so 18. 19. Jahrhundert, war diese Holzbrücke auch ein Bestandteil von der Hauptstraße Nummer 1 der Schweiz. Also Hauptstraße Zürich, Bern über Lenzburg. Röbi, wir sind hier an einem ganz speziellen Ort. Man würde es gar nicht erwarten in Bremgarten, den ganzen modernen Bau. Was ist das hier? Ja, Susanne, wir sind hier vor dem Haus Fortuna. Das ist eine Institution, wo Behinderte betreut, gebildet und gepflegt werden. Für Bremgarten ist die Institution ebenso wichtig wie die Holzbrücke und der Spittelturm.